Yo Leute, servus zu einem neuen Video. Komm Leute, wir machen mal ein bisschen Stimmung. Ich habe mir gedacht, ich mache ein ganz anderes Video. Jo Leute, steigen wir gleich mal ein, um was es geht. Also es gibt ja momentan wirklich was krasses. Die Hamas, die werden ja sowas von in den Medien rankommen und verwechselt werden Muslime mit Hamas. Dabei ist denn Hamas eigentlich eine Gruppierung. Und ich wollte ein politisches Video machen, ein Statement schon vor ein paar Tagen, habe ich einem guten Kumpel versprochen. Aber ich habe mir gedacht, ich mache das nicht so auf diese Art und Weise. Ich mache jetzt ein ganz neues Content, ganz neues Video. Satire und Kabarett und Super Edition, alles in einem vereint. Und auch wenn die Leute dann auf mich wieder angepisst sind, dann ist das halt eben so. Also, Leute, was kann man als Jude? Ich als Jude habe natürlich das ja mitbekommen. Ich habe es auch gelesen und jetzt hat Israel drei von Geiseln erschossen. Und ja, was soll man dafür sagen? Ich schaue mir jetzt momentan verschiedene Sachen an, verschiedene Themen, weil ich verschiedene Sachen suche. Also nicht wundern, wenn ich da so Sachen wie Steve Harvey sehe oder Eingolan oder German oder iPhone 14 Materials und alles Mögliche. Weil ich da jetzt momentan am Suchen bin für Themen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Der Mann der Stunde ist hier nicht ich, sondern das ist tatsächlich Mohammed Assad. Das ist ein Diplomat und Journalist. Der ist natürlich nicht mal am Leben. Ne? Muss ja nicht immer, wenn man was erreicht hat, muss man nicht immer halt was machen. Ne? Aber man muss nicht immer leben, würde ich damit sagen. Aber Mohammed Assad hat einen wunderbaren Koran geschrieben, einer der schönsten Korans von der Übersetzung. Und er ist ein Jude, auch ne, gewesen. Und ist dann dementsprechend zum Islam übergetreten. Gut, er hatte jetzt nicht so wie ich eine NATO-Erfahrung, die mich außerhalb der Matrix bewegt hat. Für mich ist das Judentum das Wahre, ne? Also versucht es nicht, aber danke an einige Muslime, die damals versucht haben, mich zum Islam zu übertreten. Es funktioniert nicht. Leute, Judentum ist super edition. Ne? Aber lange Rede, kurz Sinn. Ich werde heute ein bisschen so einige Suchen erklären. Ich werde auch mit Humor auch einiges, ich glaube, mein Plüschtier kommt ab und zu mal dann so vorbei. Hey, ne? Und ab und zu mal kommen dann halt die Plüschtiere wie der Waschbär, da bin ich mal wieder. Und juhu, der Pinguin. Ne, so ab und zu mal halt. Ne, ich wollte das mal digital machen, aber mir gedacht, nee, ich habe keine Zeit für 3D-Effekte. Also macht mal 1000 Abonnenten mehr und den Kanal riesengroß und dann gebe ich mir Mühe und mache diese ganzen Plüschtiere wie bei Ted den Film in 3D. Also halt so, als wären die lebendig. Okay, wir gehen heute mal an gewisse Suren, die mir ein Kumpel empfohlen hat, weil er nicht verstanden hat. Und da werde ich euch ein bisschen so einiges lesen aus dem Koran. Und nein, ihr müsst es nicht arabisch, es gibt immer so die Leute, also das muss man nicht machen. Das sind die Extremisten immer, die das so sehen. Arabisch ist eine sehr schöne Sprache, aber man kann sie auch übersetzen. So wie jede andere Sprache ist auch jede andere Sprache auch übersetzbar. Auch unsere Hebräische kann man übersetzen auf Deutsch. Und ja, es gibt einige Wörter, wie zum Beispiel mein polnischer Name, Sławomir Andrzej. Andrzej heißt Andreas und Sławomir heißt Ruhmreich durch Frieden oder halt eben Friedenstifter. Das ist halt eben dann nicht mehr so einfach zu übersetzen, aber generell kann man das meiste übersetzen. So. Von der muslimischen Community bzw. Hadrat Mirza Masro Ahmad, der ist im Endeffekt ein Imam überhaupt der weltweiten Ahmadiyya Muslim Jamaat, also
ja, man könnte sagen Vereinigung oder Gremium, ne? Also da könnt ihr das auch nachlesen, also das ist halt eben auch kein Problem. Der Verlag ist natürlich der Islam und Frankfurt am Main ist es. Also das sind ganz vernünftige Leute. Da könnt ihr wirklich also komplett, hier Vorwort gibt es, da müsst ihr keine Angst haben um das. Ne? Es gibt ja Leute, die behaupten, wenn man den Koran liest, dann stirbt man am nächsten Tag. Naja, ich mache das schon seit über 10 Jahren oder länger und ich bin immer noch nicht tot. Genau, was? Oh, Moment, falsches Kuscheltier. Genau, was soll das? Ja, mein, das ist ja immer diese Gerichtsküche, die man da immer so nennt. Ja, ne? Also die Gerichtsküche, die könnt ihr knicken. Das sind Luziferner meistens. Die sind getarnt und sind eigentlich vom puren Bösen, Sith Lord Palpatine. Und die erzählen halt immer diesen Bullshit, weil die halt einfach keine Ahnung haben. Ne? Also lange Rede, kurz Sinn, hier könnt ihr es dann ruhig schon nachlesen. Hier gibt es auch sehr schön das alphabetische Verzeichnis. Dann gibt es hier auch auf der linken Seite halt halt die deutsche Besetzung, auf der rechten Seite das Arabische. Jetzt müsst ihr jetzt nicht unbedingt, ja, Arabisch, das könnt ihr machen, Arabisch, dann aber die sorgen schon dafür, dass sie es sehr gut übersetzen, okay? So, was wir aber machen wollen, wir wollen erst mal so in die, ich habe mir gedacht, ja, weil das ist halt immer so, wenn es ein Moslem sagt, dann glauben die Leute dem nicht, wenn es ein Christ sagt, die sind dann immer sauer. Und wenn es ein Buddhist sagt und alle, wenn sie immer sagen, Atheisten, alle sind immer sauer und ich sage, ich weiß nicht, warum die Leute sauer sind, aber dann macht es halt ein Jude da an, der Jude, der macht das dann. Ne? So, und die Gerüchte auch, dass die Muslime, wenn man irgendwas liest oder irgendwas positiven Feedback gibt oder positive Kritik macht, dass sie dann einen gleich sofort in eine Sekunde, umbringen, das ist auch Bullshit, das stimmt auch nicht, aber meine Güte, wir wollen ja ein bisschen hier Gerüchte und Luziferianer-Mythen mal einfach mal weghauen, sodass wir mal für die muslimische Community mal was Gutes tun, weil die haben ja sowieso momentan sehr schwer und da muss man ja mal was Positives machen. Vielleicht, ey, wenn du das Video dir gefällt, abonniere mich, like mich und frag mich zu Suren, schreib in die Kommentare, welche Sure du wissen möchtest, wie das vom Kontext zu verstehen ist und dann kann ich dir das gerne natürlich erklären. Und egal ob du Muslim bist oder nicht Muslim, spielt also keine Rolle für mich. Einfach fragen und gut ist. So, meine Lieben, also jetzt natürlich werden wir uns mal eine Sure anschauen. Und ganz klar, nicht vergessen, Hamas sind nicht alle Muslime. Und ich werde euch mal ein bisschen was vorlesen, weil irgendwie haben die Leute irgendwas negativ über den Koran. Und es wird immer so momentan auch, der tun die Muslime mir auch leid, so viel Negatives erzählt. Und da habe ich mir gedacht, ey, ne, habe ich euch ein Musiklied gezeigt. Ich habe ja den Koran und zusätzlich, wenn ihr nachschauen wollt, gibt es ihn auch nochmal hier. Und das kostenlos. Es gibt eine Strophe, die nicht verstanden wird, okay? Und deswegen habe ich mir die Sure 9 rausgesucht. Die wird sehr oft nicht verstanden. Auch von vielen Extremisten missbraucht. Und die werden wir jetzt analysieren. Nicht vergessen, Nahtoderfahrung, Super Edition Typ, Jude auch noch dazu. Von daher analysiere ich das aus einem ganz anderen Kontext und aus dem Super Edition Superlicht. Also. 107. Und jene, die eine Moschee erbaut haben, um Unheil und Unglauben und Spaltung unter den Gläubigen anzustiften und als ein Hinterhalt für den, der zuvor gegen Allah und seinen Gesandten Krieg führte, und sie werden sicherlich schwören, wir bezweckten nur Gutes, doch Allah ist Zeuge, dass sie bloß Lügner sind. Und da haben wir das aktuelle Thema Hamas, ne? Dass die Hamas sagen, Wir sind die ganz Großen, wir kämpfen für alle Muslime und alle Juden und alle Menschen, nicht nur Juden, sonstige müssen getötet werden, weil wir bezeugen können, dass Allah das so wollte. Und das stimmt ja halt nicht, weil im Koran steht, Sure 9, Vers 107, eben das Gegenteil. Ne? So. Und deswegen sollte man wirklich das trennen zwischen Muslime und zwischen Hamas, weil die Hamas ist eine terroristische Vereinigung und eine Gruppierung.
So, jetzt geht's weiter. Dann steht natürlich drin, 100 Vers 8, also Vers 108, stehe nie darin zum Gebet. Eine Moschee, die auf Frömmigkeit gegründet wurde, vom allerersten Tag an, ist wahrlich würdiger, als dass du darin stehen solltest. In ihr sind Leute, die sich gerne reinigen und Allah liebt, die sich reinigen, also Reinigenden. Ne? So, 109, ist nun dieser besser, der sein Gebäude auf Allahs Furcht und Wohlgefallen gegründet hat, oder jener, der sein Gebäude auf den Rand einer wankenden, unterspülten Sandbank gründete, die mit ihm in das Feuer der Hölle gestürzt ist. Und Allah weist dem frevelhaften Volk nicht den Weg. Aber im Endeffekt, das wird auch falsch verstanden mit Furcht. Furcht ist auch so eine Sache, man hätte das übersetzen können mit Ehrfurcht. Ehrfurcht, aber es wird halt mit Furcht übersetzt, meine Güte. Ist aber eigentlich mit Ehrfurcht gemeint und Respekt ist das damit gemeint und Wohlgefallen, das denke ich mal, versteht jeder, das muss ich jetzt nicht übersetzen, ne? Dass man da, wenn ihr das jetzt noch übersetzt braucht, dann könnten wir das jetzt mal ein bisschen hier googeln für alle, ne, weil wenn ich jetzt was erkläre, was Wohlgefallen ist, dann sagen die Leute, ja, das hast du interpretiert aus deinem Denken, deswegen mache ich das mit Google. Also seht, innere Freude, Befriedigung, die man in Bezug auf jemanden etwas empfindet, ne? Und das ist eben was Positives. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ne, das ist was Positives. Und das ist eine innere Freude. Und von daher, denke ich mal, dürfte es auch klar sein, dass dieses Furcht auch hier nicht negativ ist, sondern es heißt eher Furcht, Respekt von der Person. So, und deswegen meinen die damit, wer ist besser, der Respekt und Liebe erweist und innere Freunde hat, der was gegründet hat, oder der im Endeffekt gründet auf kriegerischen Abhandlungen, ne? So wie die Hamas. Ne? Wenn die Hamas irgendwas bezichtigen oder sagen, das ist so, weil das im Koran drin steht. Ne? Dabei ist das gar nicht so. Steht ja hier drin. Ne? Also ihr könnt es ja schwarz auf weiß lesen. So. Ne? Dann geht's weiter. Ihr Gebäude, das sie sich errichtet haben, wird nicht aufhören, Zweifel in ihre Herzen zu regen, bis ihre Herzen in Stücke gerissen sind. Und Allah ist allwissend, allweise. Ne? Also im Endeffekt, alles, was auf Hass gegründet ist, wird nie funktionieren und nie auf Dauer bleiben. Vielleicht für eine kurze Zeit, aber auf die längere Sicht wird das nicht funktionieren. So, Gan 111. Vers 111, also Sure 9, Vers 111. Allah hat von den Gläubigen ihr Leben und ihr Gut für den Garten erkauft. Sie kämpfen für Allahs Sache, sie töten und fallen, eine Verheißung binden für ihn. So, und da wird auch oft falsch das verstanden, weil das wieder mal blöd vom Kontext übersetzt ist. Das wird oft falsch verstanden. Und ich übersetze euch das jetzt, was es wirklich bedeutet, weil das sind so kritische Suren, die oft in den Medien schlecht geredet werden und da wollen wir das ein bisschen jetzt endlich gleich. Ich weiß, das Video wird nicht groß, ich werde nicht berühmt, ich werde nicht verteilen, darum geht es mir auch gar nicht. Aber wenn ihr es verteilen wollt und sagt, endlich mal einer, der es auf den Punkt bringt, endlich mal einer, der die Leuchtung bringt im ganzen Universum, dann verteilt mein Video überall, wo ihr könnt. Also, Allah hat von den Gläubigen ihr Leben und ihr Gut für den Garten erkauft. Also im Endeffekt, der Gott, der hat so oder so immer recht. Und er hat dein Leben schon sowieso, schon ist, weil es gibt für das höhere Wesen, was wir Juden Hashem nennen, gibt es keine Vergangenheit, keine Zukunft, keine Gegenwart. Da ist alles in einem. Und er weiß schon sowieso, was in deiner Geburt passiert ist, nach deiner Geburt, wenn du erwachsen bist und wenn du stirbst. Ne? Das ist im Endeffekt, wenn du in Ordnung bist, wenn du kein Arschloch bist, hast du diesen Garten Eden, wie man sagt, oder halt eben bekommst halt dein Lohn dafür. Dein Lohn. Ich habe im Himmelreich ein bisschen, wo ich war, mehr erfahren. Man bekommt halt seinen Lohn im Voraus. Ist das schon alles schon abgeklärt worden. Eine freie Wille hast du, ja klar. Aber das ist wieder ein anderes Thema. So. Dann heißt es, sie kämpfen für Allahs Sache. Beziehungsweise für Hashem, für die Sache von Gott. Und das heißt im Klartext, wenn ein Mensch für Gott einsteht, dann ist er bereit, für seine Überzeugung sogar zu töten. Aber er wird keinen Unschuldigen töten, sondern er ist bereit, wenn jemanden zu erledigen,
der anderen Leuten Leid zufügt. Das heißt, im Klartext, es gibt die 10 Gebote, es gibt im Allgemeinen auch eine Tora, Rechtleitende, es gibt auch im Islam die 5 Säulen und es gibt gewisse Sachen, die Menschen nicht tun dürfen. Und wenn jemand an Hashem festhält, ne, in dem Fall an Allah festhält, der ist ein Friedensstifter und der wird bereit sein, einen Menschen wie einen Mörder oder einen Kindervergewaltiger oder einen, der aus Spaß Menschen zersägt, mit der Kettensäge, der wird bereit sein, gegen diesen zu kämpfen und gegebenenfalls sogar ihn zu töten. Ja? Und in der Sache von dem höheren Wesen wird halt damit gemeint, dass man sagt, okay, Gott sagt selber, ne, Noah-Geschichte und Sodom und Gomorra, ne, Gott sagt selber, Sodom und Gomorra kann nicht existieren. Ein Mensch, der Kinder aus Spaß abschlachtet und Ketten mit der Kette zersägt, das darf nicht sein, also muss der verschwinden. Ne, weil bevor der, und damals hat man so gehandelt, dass man gesagt hat, das war damals, heute haben wir Rechtsprechung, heute haben wir natürlich die Justizer, ne? Heute haben wir Staat und Religion getrennt. Aber zu damaligen Zeit, und darum geht es, dass viele Leute nicht verstehen, zu damaligen Zeit gab es das nicht in diesem Kontext wie heute. Und da musste man, wenn jemand ein Kind Schaden zugefügt hat und aus Spaß jemand zersägt hatte, ne? Also oder halt zerteilt hatte, musste man den erledigen. Wenn man überzeugt war, für Gott zu kämpfen. In dem Sinne überzeugt, dass Gott sagt, tue niemandem Unrecht, vergewaltige keine Kinder, tu keine Unschuldigen abschlachten und so weiter und so fort. Ne? Und dann hat derjenige das halt gemacht. Ne? Und, fallen, und er ist dafür auch sozusagen draufgegangen. Ne? Also wenn jemand sozusagen für Gerechtigkeit gekämpft hat, so war damaligen Zeit wohlgemerkt, ist er bereit gewesen, sein Leben zu opfern, also dafür auch zu fallen. So, an der Verheißung binden für ihn in der Tora und im Evangelium und im Koran. Und wer hält seine Verheißung getreuer als Allah, so freut euch eures Handels mit ihm, denn dies für wahr ist der größte Erfolg. Das verwechseln die Terroristen immer. Die denken immer, wenn die Leute umbringen, die nicht Muslime sind, dann kommen sie ins Himmelreich. Weil das stimmt da nicht, das steht ja gar nicht hier drin. Die reißen das halt aus dem Kontext raus, ne? Nicht wahr, Professor Waschbier aus der Zukunft? Jawohl, so ist es. Ich kann es eher bestätigen. Jawohl, so ist es. Die verdammten Terroristen, die Sauerei. Ne? Und das ist im Endeffekt, wo wir ein Problem haben, dass wir halt den Koran viele Leute missverstehen. Und darum entsteht diese Ungerechtigkeit auf der Welt. Und darum sind so viele Menschen zerstreut und im negativen Sinne. Oh meine Güte, schon früher hatte ich diese YouTube-Videos gemacht. So, das ist dann mit dem gemeint. Und ja, ganz, ganz klar, dass auch hier im Kontext drin steht, hey, pass auf, wenn du für Gott wirklich eintrittst und für Gerechtigkeit eintrittst und für das Gute kämpfst, wirklich für das Gute und kein Sith Lord bist oder ein Jedi, eher ein Jedi, dann wirst du dafür, das ist das Größte, was du bekommen kannst, Geschenk von Gott. Weil im Endeffekt sagt das höhere Wesen oder Gott, sagt sich dann, ja, du hast nach meinem treuen Glauben gedient und daher bekommst du im Endeffekt offenbart das Himmelreich. Ne? Das kann man als eine höhere Ebene betrachten und so. Es gibt bei uns Juden auch das, es gibt die Kabbala, das ist das Mystische mit Engel und so weiter, aber das, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare rein. Weil nicht jeder kennt sich mit der Kabbala so aus wie ich. Ne? Dann gibt es nicht viele, die darüber reden. Okay, dann geht's weiter. 112. Die sich in Reue zu Gott wenden, ihn anbeten, ihn lobpreisen, die in seiner Sache wandern, die sich beugen und niederwerfen, die das Gute gebieten und das Böse verbieten und die Schranken Allahs achten, verkünden diesen Gläubigen frohe Botschaft. Also da wird auch falsch verstanden. Sind viele sagen dann immer, ja okay, wenden ist okay, anbeten ist okay, lobpreisen auch, wandern auch, die, aber dann steht niederwerfen. Niederwerfen wird immer negativ gedeutet. Jetzt müssen wir wieder mal auf das Wort niederwerfen gehen. Weil das Niederwerfen, das ist eigentlich auch nicht so perfekt übersetzt. Ich sage euch gleich warum. Weil eigentlich, die haben mir das im Himmelreich mitgeteilt. Ja, weil es wird manchmal so niederwerfen, wird sich zu Boden werfen oder gehoben oder besiegen, den Feind niederwerfen, ne? Den Feind besiegen, das ist nie, solche Wörter sind nie immer gut. Da sind dann Assoziationen, die negativ sind. Aber im Endeffekt meinen die damit, sich aus freien Stücken hingeben.
Ne, niederwerfen ist so ein Misslächeln, hingeben aus purer Liebe zu Gott. Okay? Das klingt dann auch anders. Ne? Oh, ja, klar. Ja, genau. Jetzt klingt das so wie ein Pinguin, der so niedlich ist wie ich. Juhu! Ja, und das ist im Endeffekt damit gemeint. Ne? Also, ey, für Gott tue ich mich mit purer Leidenschaft hingeben. Ne? Ohne Hass, nur mit purer Liebe. So. Sonst macht es nämlich keinen Sinn. Okay? Die das Gute gebieten und das Böse verbieten. Ja, gebieten über das Gute bedeutet, ey, ich stehe nur wie ein Jedi ein für die Guten. Ich kämpfe wie ein Jedi. Und wenn ich einen Sith Lord sehe, dann sage ich ihm, ey, pass auf, Sith Lord Palpatine, ich krieg's eine Warnung, don't do it. Tu Leute nicht unterdrücken, tu Leute nicht abschlachten, tu keine Kinder abschlachten, aus Spaß Leute umbringen, sondern geh zurück zu dem Weg der Guten. Wenn das nicht passt, dann müssen wir juristisch mit dir vorgehen und dich einsperren. Und damals zumindest gab es das nicht so, da hat man gesagt, ey, wenn du es nicht machst, wir haben dich gewarnt, dann werden wir unser Lichtschwert ziehen und gegen dich kämpfen. Ne? Also wir halt die Jedis gegen jeden Sith kämpfen und entweder den Sith erledigen oder halt eben dann, wenn sie ihn gefangen nehmen, vor Gericht halt klagen. Das ist leider nicht möglich mit jedem Sith, weil meistens sind böse Menschen so böse, dass man dann das Lichtschwert benutzt und leider ihn erledigen muss. Ja, also das Star Wars ist das beste Beispiel dafür. Könnt ihr viel darüber reden, weil manche Sith sind einfach nicht einsichtig. So. Wo waren wir? Genau, und die Schranken Allahs achten und verkünde diesen Gläubigen also frohe Botschaft. Also generell ist die Aufgabe jedes Muslim, also jeder Muslim, der wirklich den Islam wirklich liebt, seine Aufgabe ist es, deswegen viele wundern sich, warum die Muslime offen über den Glauben reden. Wir Juden tun das auch, nur nicht jeder versteht das. Also wir halten uns auch manchmal zurück. Es kommt darauf an, was du alles gelesen hast. Und was, also heißt auch Frau Lockett im Judentum und Moshe, ne, verkünde die 10 Gebote, verkünde die 613, verkünde, wie toll das ist und so. Aber durch die Kriege und durch gewisse Umstände haben sich die Leute zurückgezogen, ne? Was eigentlich nicht ist. Ne? Und die Muslime auch haben sich mittlerweile zurückgezogen. Früher habe ich Muslime, bin ich aufgewachsen, habe ich kennengelernt, haben die mit dem Koran geredet. Ich habe den Koran damals schon gelesen und mit Muslimen wirklich darauf verstanden, warum vereinen wir das nicht, war mein Vorschlag, Judentum, Islam, vereinen wir, ne? Machen daraus einen superdischen Glauben, aber dort meinen die Andi, du wärst der Einzige, der sowas machen könnte, die anderen würden das nicht tun wegen Macht, ne? Wegen Machtverlust, ne? Weil die Leute leider auch, es geht viel zu viel um Macht. Und lange Rede, kurzer Sinn, und daher ist das halt das Problem, dass die Leute das gar nicht verstehen, dass die Muslime versuchen halt die Botschaft rüberzubringen und halt jemanden dann zum Islam zu bewegen, halt überzutreten. Das meinen die aber nicht im bösen Sinne, sondern einfach, hey, schau, wie toll das ist. Ich habe ja eine Endlösung, ne? Friede vor Eierkuchen hier, das biete ich dir an, ne? Und dann ist es wichtig, dass du das freiwillig akzeptierst. Klar, früher gab es Kriege, früher leider haben politische Leute eben missbrauchte Religion. Das kann man auch lesen. Leider ist das so, ist im Islam, ist viel, ne, trauen sich das nicht zu sagen, aber auch im Islam gab es halt viele Kalifen und Machtinhaber, die halt dementsprechend den Islam missbraucht haben. Denn, warum ist es wichtig darüber zu reden, denn das sehen wir jetzt beim Hamas. Hamas missbrauchen den Islam in einer perfiden Weise, wo man sagt, ne, also, das wäre der Waschbär machen, oder so, uiuiuiui. Und das ist halt das Problem. Und dann gibt es halt solche Gruppierungen, terroristische Gruppierungen, und die gab es schon immer, die gab es schon damals. Und deswegen entstehen halt diese Kriege. Und leider ist das halt so, und das können wir nicht ändern. Oder nicht viel daran ändern, es sei denn, wir fangen an, den Koran zu lesen und ihn richtig zu verstehen. Und vor allem von Leuten, die eben super dich erleuchtet sind, vielleicht dann hilft das mehr. Okay, wo waren wir genau? Genau, Runde 13. Da geht es kommt den Propheten und dem Gläubigen nicht zu, dass sie von Gott für die Götzendiener Verzeihung erflehen sollten. Und wären es selbst ihre nächsten Angehörigen, nachdem ihnen deutlich und kund geworden, dass jene der Hölle Bewohner sind. Es ist ein bisschen so hart, ne? Aber es ist halt einfach übersetzt im Kontext. Wird damit gemeint, dass
Du, wenn du einer bist, der Leute quält, Leute umbringt auf Spaß, Leute aufessen tut und ihr Blut trinkt und ganz, ganz extrem, sage ich jetzt ein Beispiel, wenn man es wirklich versteht, und Leute wie Hamas sind, die Leute wie Hamas sind, die werden alle von Gott verurteilt und die kriegen ihre gerechte Strafe. Wenn die sterben, früher oder später, werden die nicht ins Himmelreich kommen. Definitiv nicht. Ne? Also, das ist damit im Endeffekt gemeint. Dann mit 14, dass Abraham für seinen Vater um Verzeihung bat, war nur wegen eines Verbrechens, da er ihm gegeben hatte. Doch als ihm klar wurde, dass jener ein Feind Allahs sei, sagte er sich von ihm los. Abraham war doch gewiss zärtlichen Herzen sanftmütig. Auch da halt ist es wichtig zu unterscheiden zwischen Menschen, die Erkenntnis haben. Das bedeutet in dem Kontext von Satz her, dass wenn ein Mensch mal Scheiße gebaut hat und bei einer Erkenntnis ist eigentlich sehr, sehr ausnahmemäßig, aber wenn jemand für kurze Zeit zum Sith-Cloud geworden ist, aber wir können das besser erkennen, besser, es gibt ein besseres Beispiel, weil Sith-Cloud ist immer so extrem. Wir machen so Glücksbärchis, genau. Nicht jeder kennt die Glücksbärchis, aber es gibt einen Niklas, und der Niklas wollte ein großer Zauberer werden. Und er hat sich leider der dunklen Magie verschworen und hat sehr viel Leid am Anfang getan. Gott sei Dank hat er niemanden umgebracht, Gott sei Dank. Und dann kamen aber die Glücksbärchis, ne? Und dann haben die Glücksbärchis gesagt, nee, du bist nicht alleine, Niklas, es gibt Liebe auf der Welt, es gibt Menschen, die dich lieben. Und... Lasst es sein! Sie sind gekommen! Geliebt beide! Nikolas! Wir werden dich immer ganz doll mögen! Uns ging es früher auch so. Wir dachten, es wäre allen egal, ob wir glücklich sind. Wir haben uns getäuscht. Und jetzt möchten wir gern deine Freunde sein. Wir werden dafür sorgen, dass du nie wieder allein bist. Du kannst uns glauben, Nikolas. Bitte glaub uns. Ich glaube euch. Dann haben die halt die Freunde, also den Glücksbärchen sind die Freunde zu Hilfe gereiht, seine Freunde. Und diese Liebe, die er bekommen hatte, die konnte er nicht ertragen. Das heißt, der hat halt Einsicht gehabt, dass er diesen Schritt zum puren Bösen nicht machen muss. Und somit sozusagen wurde ihm vergeben, weil er in sich, in seinem Kern, vom Charakter her, zärtlichen Herzens und sanftmütig war. Das heißt, Niklas war in seinem Herzen ein guter Mensch, der rein im Herzen war und nie eigentlich böse sein wollte. Oder halt eben ein tolles Herz hatte und nie böse im Endeffekt war. Nur hat er einen Fehler gemacht. Wir machen halt Fehler. Aber wenn wir das erkennen, ne, dass er ihm gegeben hat, auch als ihm klar wurde, ne, dass er steht, wenn wir das erkennen, wenn das einem klar wird, dass jener ein Feind Allahs sei, also ein Feind allein, dass der andere eigentlich ein Sith-Lord ist, einer von den Bösen und gar keiner von den Guten und gar keine guten Absichten für dich hatte, ist es wichtig, dass man sich loslöst von der Person und dann den Weg halt wieder, den Weg der Jedis geht. Ich sag jetzt mal Jedi, weil ich glaube, jedem ist Jedi ein Begriff. Ne? Den Weg des Guten geht, den Weg, der die Jedis gehen. So, ihr seht an sich, ist da nichts Negatives. Wenn man es versteht. Und wenn ihr irgendwelche andere Suren findet, die wirklich angeblich so super negativ sind, dann einfach nur her damit und dann werde ich das alles euch erklären. Und da braucht man auch gar nicht zu entkräften. Ich weiß nicht, warum es Leute gibt, die versuchen, ich kenne Leute, die versuchen, den Koran zu entkräften oder umzuschwenken oder sonstigen Blödsinn, was ich da alles mitbekomme. Ihr braucht das alles nicht zu machen. Der Koran ist sehr verständlich zu lesen. Aber merkt euch immer, das ist auch sehr wichtig, abschließend möchte ich euch auch so sagen zum Video, merkt euch, immer wenn ihr sowas liest, ne, und irgendjemand euch versucht zu überzeugen vom Koran, dass das nicht so ist, dann immer bedenken, es macht keinen Sinn, wenn am Anfang das drin steht und das drin steht, und danach irgendjemand sagt euch, nein, aber die Hammer sagen, man muss alle abschlachten und dann die Köpfe abreißen und sonstiges. Das macht keinen Sinn. Weil das höhere Wesen, das kann ich euch nur sagen von meiner Erfahrung, das hat nur Licht und Liebe und hat nichts Negatives. Also sobald euch jemand irgendwas auftischt oder sagt, da steht es aber doch drin,
lest kompletten Kontext und fragt dann entweder einen Imam oder einen Oberimam oder geht einfach an die Wiki, der euch dann gerne die Fragen beantworten wird. Ne? Okay Leute, das war's von mir. Haut rein. Vergesst nicht, seid nett zu euren Klassenkameraden, ob ihr Schule geht oder nicht. Seid nett zu allen Leuten, egal ob Muslimen oder Christen, Juden oder Atheisten, Buddhisten, Hinduisten und Gugilisten. Wenn ihr Depressionen habt, dann sagt es den Leuten, fresst ihr nicht in euch hinein. Ne? Wenn ihr Depressionen habt, sagt ihr, hey Mann, Leute hier, mein Thema Depression, ich habe Depressionen. Aber macht keine Ausrede als Depression, ne? Ich habe Depressionen, weil ich Depressionen habe, dürft ihr mich nur so nennen oder dürft ihr mich nur so behandeln, dann seid ihr auch Luziferer, denn das ist nicht der richtige Weg. Ne? Redet über eure Depressionen, schreibt in die Kommentare rein, falls ihr Depressionen habt, dann können wir miteinander quatschen, reden, denn ich kenne das Ganze, ich weiß, wie das Ganze ist. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Abonniert den Kanal nicht zu vergessen. Und wenn ihr Bock habt, mehr vom Koran, dass ich euch was vorlesen erkläre, schaltet wieder ein und natürlich schreibt es in die Kommentare rein. Ciao.